Hallo und herzlich willkommen. Heute nehme ich euch mal wieder mit in die Küche. Braucht ihr mal eine Idee, was ihr zum Mittag kochen solltet? Versucht es doch mal mit dieser leckeren Lasagne. Ich zeige euch in diesem Video Schritt für Schritt, wie ihr die selber zubereiten könnt. Und zwar besteht sie ja aus Bolognese und Bechamelsoße. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich zeige euch erstmal wieder, was ihr dafür braucht. Und zwar haben wir ja die Basis, das ist eine Ragout Bolognese. Da nehmt ihr 1 Kilo Hackfleisch. Ich habe hier Rinderhackfleisch. Das bratet ihr an mit Olivenöl. Dann braucht ihr 2 Dosen geschälte Tomaten. Ich nehme immer ganz gerne eine Dose geschälte Tomaten und ein Paket passierte Tomaten. Ihr braucht 2 Esslöffel Tomatenmark. Dann kommt Petersilie mit hinein. Könnt ihr auch natürlich frische Petersilie nehmen, hatte ich jetzt leider nicht zur Hand. Dann 2 Zwiebeln, 4 Knoblauchzehen und das Ganze wird abgeschmeckt mit Salz und Pfeffer. Für die Bechamelsoße braucht ihr 1 Liter frische Milch, 60 Gramm Butter, 80 Gramm Mehl. Abgeschmeckt wird es auch mit Salz und Pfeffer und etwas Muskat. Später kommt geriebener Käse drauf. Ich nehme da immer ein ganzes Paket, das sind 250 Gramm. Und zwischendurch kommt ja das Wichtigste bei der Lasagne, die Teigplatten. Die könnt ihr auch in jedem Supermarkt bekommen. So sehen sie dann aus. Okay, aber nun lasst uns beginnen. Als erstes fange ich damit an, dass ich zur Vorbereitung die Zwiebeln und den Knoblauch klein hacke. So, jetzt nehmen wir uns eine große Pfanne. Tun da einen kleinen Schuss Olivenöl rein und braten erstmal das Hackfleisch an. Und jetzt wird das Hackfleisch richtig schön krümelig von allen Seiten angebraten. Richtig gut durch. Und weil das so lange dauert, spule ich euch einfach schnell mal vor. Ich hatte das Ragout übrigens die ganze Zeit auf höchster Stufe. Und jetzt ist auch die Flüssigkeit gut verdampft und das Hackfleisch fängt an braun zu werden, also anzubraten. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ihr die nächsten Zutaten dazugeben könnt. Und zwar sind das dann jetzt erstmal die Zwiebeln und der Knoblauch. Bratet die richtig schön mit an. Dann gebt ihr Petersilie dazu. Ich nehme hier so ein halbes Paket von der tiefgekühlten. Und die 2 Esslöffel vom Tomatenmark. Wenn das alles gut angebraten ist, dann kommen unsere Tomaten dazu, die passierten Tomaten. Ich spüle immer ja die, vielleicht kennt ihr das aus meinem anderen Video, immer einmal die Packung mit ein bisschen Wasser aus und gebe das noch dazu. Wirklich nur so ein kleines bisschen. Und die gehackten Tomaten. Das wird jetzt alles nochmal gut verrührt. Jetzt gehe ich mit der Temperatur runter, dass es nur noch vorsichtig köchelt. Wenn ihr keine Pfanne habt, die groß genug dafür ist, wie ihr seht, ist es hier auch wirklich hart am Limit, dann nehmt ihr einfach einen Topf. Jetzt wird das Ragout mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Einmal abschmecken. So,
jetzt muss das Ragout eine halbe Stunde einkochen und zwischendurch könnt ihr es immer mal wieder umrühren. Und während das Ragout hier neben uns fleißig vor sich hin köchelt, machen wir mit der Bechamelsoße weiter. Und zwar nehmt ihr die Butter, die 60 Gramm, und erhitzt sie in einem Topf. Die Butter wird also geschmolzen und dann kommt das Mehl hinzu. Das rührt ihr dann da ein in die Butter. Das ist erstmal ein ordentlicher Klumpen. Nehmt die Temperatur ruhig ein bisschen runter. Und jetzt wird der Liter Milch eingegossen. Und da habe ich für euch den Tipp, macht nicht so viel auf einmal, sonst wird das nämlich ganz schnell klumpig. Also ich mache mal erstmal nur ein bisschen und rühre dann. Müsst ihr richtig kräftig rühren. Und dann lösen sich die Klumpen ganz gut auf. Und dann immer nach und nach ein bisschen mehr Milch dazugeben. Ihr seht, jetzt wird es wieder dickflüssiger und ihr habt keine Klumpen. So, und wenn denn eure Bechamelsoße relativ flüssig ist, dann könnt ihr die restliche Milch dazu kippen. Also im Ganzen ist es ja ein Liter. Dann lasst ihr es jetzt aufkochen. Passt auf, dass euch das nicht anbrennt, das geht nämlich ganz schnell. Wenn ihr zu langsam gerührt habt und dann doch nochmal Klümpchen da drin sind, dann siebt die Soße einfach durch so ein feines Sieb durch. Und danach könnt ihr sie einfach weiter kochen. Also ich empfehle euch wirklich die ganze Zeit dabei zu bleiben und auch immer fleißig zu rühren, weil sie sehr schnell ansetzt und anbrennt. So, wenn sie jetzt kocht, dann nehme ich die Temperatur runter, dass die Bechamelsoße nur noch auf kleiner Flamme köchelt. Das muss sie jetzt auch ungefähr eine halbe Stunde, damit sie den Mehlgeschmack verliert. Und zwischendurch dann immer mal umrühren. Nach dieser halben Stunde wird dann die Soße auch mit Salz, Pfeffer und mit etwas Muskat abgeschmeckt. Jetzt schmecke ich ihn also mit Salz und Pfeffer und Muskat ab. So ist er lecker. Wer es mag, kann jetzt auch noch ein bisschen Zitronensaft hinzutun. So, dann sind unsere beiden Soßen fertig. Den Ragout habe ich auch zwischendurch immer noch fleißig gerührt. Und dann können wir jetzt anfangen zu schichten. Und zwar fangt ihr mit dem Ragout an. Füllt etwas in eure Form. Ich habe hier in der Vorbereitung eine Auflaufform gefettet. Das ist eine recht große Auflaufform. Ich habe dieses Rezept doppelt genommen. Das heißt, ihr könnt natürlich auch eine kleinere Auflaufform und dann alle Zutaten einfach halbieren. Ich mache immer nur ganz gerne diese doppelte Portion mit einem Kilo Hack, damit man auch dann für den nächsten Tag noch was hat. So, nach der Bolognese-Schicht kommen dann unsere Teigplatten drauf. Und dann kommt wieder Bolognese. Also wie gesagt, die erste Schicht besteht nur aus der Bolognese. Die nächste Schicht macht ihr immer erst Bolognese und dann Bechamelsoße. Und dann kommen wieder eure Teigplatten.
wenn das Ragout alle ist, dann solltet ihr noch für zwei Portionen von der Bechamelsoße übrig haben. So, das heißt hier den Rest, den ich jetzt hier an der Bechamelsoße habe, den teile ich dann nochmal durch zwei. Weil die letzte Schicht ist nämlich nur Bechamelsoße. Also die erste nur das Ragout und die letzte nur Bechamel. So, das war jetzt die letzte Schicht mit den Teigplatten und jetzt kommt der Rest Bechamelsoße darüber. Das richtig schön bis in die Ecken verteilen. Dann kommt jetzt unser geriebener Käse ins Spiel. Wie gesagt, ich mache immer gerne ein ganzes Paket. Das sind hier 250 Gramm. Wenn euch das zu viel ist, könnt ihr natürlich auch weniger nehmen. Aber wir lieben das mit Käse überbacken. Jetzt zum Schluss setzt ihr noch Butterflöckchen oben drauf. Also einfach hier mit so einem Löffel kleine Butterstückchen abstechen und darauf legen. So, und jetzt ist eure Lasagne schon fertig und kann in den Ofen. Ich benutze immer Umluft bei 180 Grad und das Ganze für etwa eine halbe Stunde. Ihr müsst einfach schauen, bis der Käse richtig schön goldbraun ist. Und dann bis gleich. Und so sieht unsere leckere Lasagne jetzt aus. Da bekommt man doch sofort Appetit. Und den wünsche ich euch jetzt auch. Oder uns. Und euch natürlich beim Nachkochen. Das war das Video über die leckere Lasagne. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt sofort Lust bekommen, es mal nachzukochen. Wenn ihr keins meiner weiteren Videos verpassen möchtet, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich schon ganz bald wieder. Bis dann, tschüss, eure Angela.